Hallo, schön, dass du meinen Blog Ganzheitliche Sichtweisen gefunden hast. Heute geht es um das sechste Gesetz und das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das Gesetz auf einer materiellen Ebene kennen wir alle. Wir wissen alle, dass wenn sich uns irgendwie eine Wirkung auf materieller Ebene zeigt, als Beispiel dein Auto geht kaputt, dann muss es dafür auch eine Ursache geben. Und im Falle deines Autos muss die Ursache irgendwo im Auto zu finden sein, also im System Auto. Und selbst dann, wenn du die Motorhaube aufmachst und die Ursache nicht sofort entdecken kannst oder erkennen kannst, ist dir völlig klar, es muss eine Ursache geben. Was uns nicht mehr so ganz klar ist, ist, dass dieses Gesetz auch auf den höheren Ebenen Anwendung findet, also auch auf der mentalen Ebene. Als Beispiel, du fährst mit deinem Auto schneller. Dann ist zunächst einmal die materielle Ursache die, dass du das Gaspedal runtergetreten hast. Da gibt es aber auch eine ganz klare mentale Ursache, nämlich, dass du schneller fahren wolltest. Vielleicht wolltest du nicht zu spät zur Arbeit kommen oder aber du wolltest einen anderen Wagen überholen. Also wir können auch da immer wieder nach den mentalen Ursachen einer Erfahrung fragen. Und das ist das Erste, was wichtig ist, wenn du das Gesetz von Ursache und Wirkung in dein Leben integrieren möchtest, dass wenn sich dir irgendein Lebensumstand zeigt, völlig egal, was das für einer ist in der materiellen Welt, stell dir die Frage, wow, interessant, mit welchen Gedanken und Gefühlen habe ich mir diesen Lebensumstand wohl erschaffen? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn so kannst du aus deinen Schöpfungen zum einen lernen und zum anderen erkennst du deine Lebensumstände als deine Schöpfung an. Häufig sprechen wir von Zufall und deswegen habe ich euch jetzt hier diese komische Knetkugel mitgebracht. Und ich könnte jetzt behaupten, dieses Gebilde hier ist völlig zufällig entstanden. Und damit meine ich in der Regel, dass ich damit gar nichts zu tun habe. Wenn wir uns das aber genauer angucken, dann ist das nicht richtig, diese Aussage. Es hat schon etwas mit mir zu tun, denn ich habe sie ja erschaffen. Aber das habe ich halt eben unbewusst gemacht, während ich hier mit euch geredet habe. Nichtsdestotrotz liegt die Ursache bei mir, nur in einer höheren, unbewussten Ebene. Das bedeutet für dich immer dann, wenn dir ein Zufall in der Welt da draußen begegnet, dann ist es ganz interessant, mal kurz Stopp zu sagen und zu sagen, vielleicht steckt da eine Information für mich drin in diesem Zufall. Vielleicht kommt da eine Information aus der höheren Ebene zu mir und ich kann etwas über die höhere Ebene, über mich lernen. Das ist das Nächste. Das Letzte ist, dass wir, wenn wir dieses Prinzip anerkennen und auch diese anderen Prinzipien anerkennen, die anderen kosmischen Prinzipien anerkennen, dass wir auch anerkennen, dass wir uns mit unserem Denken, Fühlen und Handeln die Realität da draußen erst erschaffen. Und dass wir uns alles das, was wir da jetzt als Wirkung wahrnehmen, bereits erschaffen haben. Und dass wir umgekehrt dann anfangen können, aus diesem unbewussten Erschaffen, was wir bis jetzt in unser Leben integriert haben, einen bewussten Prozess werden zu lassen. Das heißt, ich kann anfangen, jetzt bewusst etwas zu gestalten, mit meinen Gedanken, also auf meine Gedanken zu achten, meine Gedanken, stell dir vor, die Hände sind hier meine Gedanken, das ist die ungeformte Energie, meine Gedanken formen dann aus der Energie etwas Greifbares und etwas, was mit meiner Intention zu tun hat und mit mir in Harmonie geht. Also diese drei Punkte. Lerne aus den Zufällen, schau dir an, welche Information da drin für dich stecken kann. Erkenne all deine Lebensumstände als deine Schöpfungen an und beginne von nun an damit, deine Gedanken, Gefühle und Handlungen so einzusetzen, dass du von einem unbewussten Erschaffen deiner Lebensumstände zu einem bewussten Erschaffen kommst. Setze also bewusst neue und für dich harmonische Ursachen. Dabei wünsche ich dir viel Freude und ich hoffe, dass du bald wieder einschaltest. Bis dahin. Tschüss.